Heute stelle ich euch diesen außenliegenden Zündkondensator vor. Die perfekte Ergänzung für jeden Unterbrecherzündungsliebhaber, denn der originale Kondensator hat natürlich eine hohe thermische Belastung, das erstens dafür sorgt, dass die Lebensdauer nicht so hoch ist und zusätzlich auch sorgt er dafür dann, dass ihr ein relativ schlechtes Warmstartverhalten habt. Das ändert sich mit dem Set hier. Ihr habt auch noch einen weiteren Vorteil, denn durch die zusätzliche Masseverschraubung von Motor direkt zum Rahmen habt ihr weniger Kontaktprobleme zu eurer Zündspule. Die Montage ist ganz einfach und erfolgt mittels dem Halteblech direkt unterm Tank hier am Rahmen. Die Verkabelung, dann habt ihr genau detailliert beschrieben in der sechsseitigen Montageanleitung, wie ihr hier vorgehen müsst. Noch als kleiner Tipp, wenn ihr sagt, ihr wollt das Set bei euch einbauen, dann bestellt euch am besten gleich einen neuen Unterbrecher und eine neue Zündkerze mit, dann habt ihr noch eine weitere Fehlerquelle ausgeschlossen. Und jetzt interessiert es mich natürlich, habt ihr so einen außenliegenden Zündkondensator schon mal verbaut oder kennt ihr diese Thermikprobleme? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.